Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Summer in Mara. Ich war eben doch mal kurz bei Google und hab geguckt, wie man tatsächlich Sachen verkauft, und siehe da. Ich werde es euch gleich zeigen. Ich werde euch zeigen, wie man Sachen verkaufen kann. Das ist gar nicht so einfach, wenn man mit Maus und Tastatur spielt, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich glaube, wir können tatsächlich gleich unsere Karotten ernten. Sieht zumindest ganz gut aus. So. Müsste doch jetzt schon fertig sein, oder? Ja, das gibt tatsächlich schon fertige Karottchen. Dann können wir hier den Rest von unseren Sonnenblumen anpflanzen, würde ich sagen. Und wie gesagt, das Schöne ist... So, nehmen wir das hier hin. Und dann hier vorne nochmal. Zack, dann haben wir das auch fertig. Ja, und einmal Wasser haben wir zum Glück noch. Das heißt, wir hoffen einfach, dass es am nächsten Tag regnen wird. Denn wir verbringen hier dann mal kurz einen Tag, bevor ich euch nachher, wie gesagt, zeige, wie man wohl verkaufen kann. Das war für mich nicht ersichtlich, aber ich glaube für andere teilweise auch nicht. Kann ich das hier nass machen, das Feld? Nee, ne? Na gut, dann lassen wir das. Also für mich war das tatsächlich nicht ganz ersichtlich, wie das funktionieren soll. Wir können hier aber irgendwo Pinien nochmal anpflanzen. Jetzt zum Beispiel mit hier. Da ist nochmal ein Pinienkern. Dann sorgen wir wieder dafür, dass es auf unserer Insel genug Holz gibt. Wir könnten dann eventuell ein, zweimal Holz mitnehmen. Da vorne sind unsere Orangenbäume, die leider keine Früchte tragen. Noch nicht. Kommt sicher bald. Aber dann würde ich hier tatsächlich gerne zwei Pinien anpflanzen. Ich mag die Ecke hier irgendwie für Bäume. Ich weiß auch nicht. So. Und auch hier. Bald ist die maximale Anzahl an Bäumen auf der Insel, würde ich mal behaupten. Da haben wir wieder ein bisschen Metall, aber davon brauche ich eigentlich gerade gar nicht so viel. Dann würde ich hier einfach nur ein bisschen rumlaufen, schauen, ob wir wieder unseren beiden Wächtern eventuell etwas zu essen geben können. Und dann mich schnellstmöglich wieder auf den Weg zurück machen nach Kaelis, damit wir einfach... wir sammeln erst noch ein bisschen Muscheln. Damit wir einfach das mit dem Verkaufen hinbekommen. Denn eigentlich müssten wir, glaube ich, genug haben, um sagen zu können, okay. Notfalls stellen wir noch ein, zwei Sachen her, wie vielleicht ein Eimer oder Bretter. Wir könnten auch ein bisschen Faden noch herstellen. Also bevor wir losfahren, werden wir auf jeden Fall ganz kurz noch ein bisschen was produzieren. Wir stellen ein bisschen Bretter her. Ich könnte mir ehrlich gesagt vorstellen, dass halt Bretter in den allermeisten Spielen, ist es ja so, dass weiterverarbeitete oder allgemein verarbeitete Sachen mehr einbringen als die Rohmaterialien. Also gehe ich auch hier davon aus, dass wir für Bretter mehr bekommen, als wenn wir das Holz einzeln verkaufen würden. Und dass wir eventuell hier und da mal eine schöne Muschel verkaufen könnten. Ja. Dann probieren wir das nämlich einfach. Und da ist tatsächlich ein Orangenbaum mit zwei Orangen. Perfekt. Denn theoretisch könnten wir natürlich einen Saft verkaufen. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte mir eher selber noch mehr Saft herstellen. Denn momentan ist das ja das Einzige, was wir an Essen haben. Koa hat eine ziemlich safthaltige Diät, an die sie sich hier gerade hält. Unser süßes Mädel. Aber das kriegen wir schon hin. Das Einzige, was halt ist, ich bräuchte noch ein bisschen Holz. Das heißt, ich suche mir jetzt hier irgendwie schöne große Bäume, die ich fällen kann. Was aber nicht schlimm ist, weil wir in letzter Zeit natürlich auch ordentlich wieder angepflanzt haben. Und die müssten inzwischen eigentlich alle ausgewachsen sein, hoffe ich. So. Ein bisschen Baumharz auch. Dann fällen wir den hier noch. Bald sind wir übrigens müde und erschöpft. Dann müssten wir was essen. Tatsächlich würde ich das ungern machen. Sondern würde hier lieber noch zwei, drei Bäume fällen und dann, wie gesagt, die weiterverarbeiten. Lassen wir den stehen und fällen den hier noch. Bis wir dann oben beim Haus sind, wird unsere Energie sehr wahrscheinlich größtenteils aufgebraucht sein. Also ich könnte hier vielleicht da noch einen noch fällen. Das müsste noch gehen, würde ich sagen. So, Gott sei Dank, der Baum ging noch. Und dann wird Koa auch ganz bald schlafen gehen. Das dauert ein bisschen, bis die Sachen fertig sind. Wie viele Sonnenblumen soll ich ihm eigentlich bringen?
Ein paar Sonnenblumen, 3 Stück. Okay. Das heißt, mit ein bisschen Glück kriegen wir die Sonnenblumen noch fertig. Ich würde hier, wie gesagt, erstmal Bretter herstellen. Machen wir mal 3 Bretter. Sehr schön. Machen wir noch 2 Faden. Und vielleicht noch, warte mal, machen wir hier nochmal 3-mal Faden. Ich glaube, dann haben wir keine Baumwolle mehr. Das ist aber nicht so schlimm. Dann stellen wir ein Seil her. Und wir brauchen 2 Holz, ein Brett. Dann machen wir doch nochmal 2 Bretter. Und dann stellen wir ein Ruder her, würde ich sagen. So, und dann gucken wir mal, für was wir das alles jeweils verkaufen können. Jetzt werden wir aber erstmal einmal schlafen. Mit ein bisschen Glück regnet es. Ja, leider nicht. Mein Brunnen ist jetzt wieder leer, ne? Oh nein, die wollte ich jetzt auch gar nicht... Nein, lass das. Nicht zerstören. Um Gottes Willen, nicht zerstören. Okay, der repariert sich wieder von selbst. Gott sei Dank. Ja, leider ist es jetzt hier nicht. Das heißt, ich könnte schon mal... Also wir können sie entweder einen ruhigen Tag verbringen. Einen wunderschönen, sehr ruhigen Tag, wo wir noch mal ein bisschen Orangen und alles sammeln. Und vielleicht gucken, ob Napopo Hunger hat. Oder aber wir fahren zurück nach Kaelis. Dir geht's gut. Das ist perfekt. Ich würde sagen, wir fahren zurück nach Kaelis. Ich würde gerne das mit dem Verkaufen probieren. So, denn wie gesagt, inzwischen weiß ich, wie das gehen soll. Ich wäre ehrlich gesagt nicht drauf gekommen. Das wäre etwas... Also wenn es tatsächlich so funktioniert, wie ich das jetzt gefunden habe, dann wäre das ein Punkt, an dem ich sagen würde, könnte man nochmal nachbessern, zumindest bei der PC-Version, wie man das beschreibt, denn für mich war das jetzt echt nicht ersichtlich. Aber wir gucken mal. Also bei der Konsolenversion, beziehungsweise wenn man mit Controller spielt, dann soll das wohl überhaupt... Was ist das denn? Das Brochen! Oh, ist der schön. Oh Gott, ist der toll. Kann ich den streicheln irgendwann? Ich habe mich jetzt nicht getraut, ins Wasser zu springen, aber ich möchte ihn irgendwann bitte streicheln. Oh, hochi. So. Uns geht's hoffentlich gut genug. Und jetzt probieren wir das einfach mal bei ihm aus. Handeln. Hier, das ist es. So, also ihr müsst tatsächlich hier auf dieses Symbol klicken, was ich total unersichtlich finde, warum ich hier nicht einfach mit A und D zum Beispiel durchscrollen kann. Und jetzt könnten wir hier Sachen verkaufen, wie zum Beispiel unseren Meeresring, unsere Ammonitmuscheln, Venusmuscheln, der Schwimmer oder eben auch hier das Ruder. Das können wir einmal verkaufen. Das kostet 2 Bretter. 8, 16 und ein, was war das? Ich glaube, und ein Seil oder so oder ein Holz. Also auf jeden Fall kriegen wir mehr, wenn wir das Ruder verkaufen. Bei dem Faden machen wir 2 Fäden sind ein Seil. Wir machen ein bisschen Gewinn damit. Bienenkönigin bringt nicht viel. Das Bonbon bringt nicht viel. Orangensaft geht so. Rotflossenwels. Ich würde die Sachen halt tatsächlich weiterverarbeiten. Aber das reicht ja schon. Wir kriegen dafür auf jeden Fall genug. So, wie viel habe ich jetzt wieder? Wir haben ordentlich Geld. Das heißt, wir kaufen jetzt erstmal das, was wir nachher für... Moment, verkaufst du eigentlich auch Tintenfisch? Verkaufst du Tintenfisch? Du verkaufst keinen Tintenfisch. Okay. Wir brauchen einmal Karottensamen, einmal Zwiebelsamen und dann brauchen wir noch einen Tintenfisch. Dann hoffen wir mal, dass wir davon genug haben, von allem. Aber dann huschen wir jetzt einfach mal ganz, ganz fix und schnell. Oh. Ah, die Möwe hat einen Schatten, aber die Laterne dann nicht. Okay. Dann huschen wir jetzt einmal ganz, ganz schnell zur Bank und eröffne da ein Konto. Heute lernen wir also, wie man Geld ausgibt und Geld anlegt. Das ist sehr, sehr schön. Also gerade mit dem Verkaufen ist aber echt... So. Hallo, wie geht es Ihnen heute, mein Herr? Sehr gut. Und Ihnen? Wie geht es Ihnen heute? Ausgezeichnet. Und wie war ich? Wie bitte? War ich höflich genug und so? Ja, das war sehr gut. Wie? Hier, ich habe das Geld dabei, um ein Konto zu eröffnen. Gut, möchtest du ein Konto mit oder ohne Dispositionskredit? Wir haben einige brandneue Produkte mit fantastischen Vorteilen im Angebot. Was?
Ich habe ein Anlagekonto, das perfekt für dich wäre. Unsere Bank investiert dabei jährlich 20% des eingezahlten Betrags für dich. Ich möchte nur wissen, wie ich höflich zu der Dame sein kann. Bitte. Aber das Konto. Ich bin nicht interessiert. Behalte das Geld. In Ordnung. Etwas merkwürdig, aber in Ordnung. Wenn du die Dame dazu bringen möchtest, dich hereinzulassen, würde ich empfehlen, den Gruß der Marine auszuprobieren. Wie geht der? Mögen die Winde Maras dir wohlgesinnt sein. Wirklich? Das hat meine Großmutter immer gesagt. Das sollte funktionieren. Aber ich glaube nicht, dass sie dich hereinlassen wird, nur weil du nett zu ihr bist. Wir werden sehen. Okay, 50 Münzen verloren und einen guten Ratschlag bekommen. Das ist ja zauberhaft. Aber wir können jetzt ja zum Markt gehen, von dem ich gerade voll vergessen habe, wo er ist. Hier hinten ist er, ne? Ja, und da können wir jetzt erstmal unser Saatgut kaufen. Und andere Dinge. Was verkaufst du denn nochmal? Du verkaufst Kartoffelsamen und Zwiebelsamen und sonst aber auch nichts. Okay, das heißt, wir geben erstmal das hier aus. Wir könnten die Pferde oder mein Mehl. Du verkaufst aber keinen Zucker. Doch, du verkaufst Zucker. Dann lass doch mal zweimal Zucker oder einmal Zucker. Na, doch mal zweimal Zucker. Dann können wir theoretisch. Dann können wir theoretisch auch Marmelade mal wieder herstellen. Das sollte sich eigentlich auch ganz gut verkaufen. Dann du bitte. Was verkaufst du nochmal? Andere Dinge. Was hast du? Du könntest doch. Ja, Oktopus. Heilig ist der teuer. Verdammt. Okay, bis zu dem Oktopus dauert es noch einen Moment. Was ist mit dir? Du verkaufst ganz andere Sachen. Okay, Lieferer aus, worum ich dich gebeten habe. Dann würde ich jetzt sagen, schauen wir, dass wir wieder zum Leuchtturm kommen. Wir haben ja sonst alles dabei. Also wenn wir wieder zurück nach Mara fahren, dann können wir jetzt theoretisch wieder Brombeermarmelade machen oder Orangenmarmelade. Wir können Zwiebeln anbauen, wir können Kartoffeln anbauen. Und dann brauchen wir nur wieder genug Geld für ein, na, wie heißt's? Für den Oktopus. Und das würde ungefähr einem Wert von, ja, 100 Münzen ungefähr entsprechen. Das heißt, wir brauchen da doch noch ein paar. Können wieder Äpfel mitnehmen, dann können wir wieder Ari füttern, wenn wir sie finden, oder die anderen Wuffels. Und dann gehen wir jetzt erstmal wieder hier nach oben. Letztes Mal war der Weg... Warte mal, da drüben ist wieder Honig. Kann ich bitte diesen Honig da haben? Ich hätte den echt gerne. Ich sollte hier eigentlich auch nicht so rumrennen, ne? Ja, und noch eine Bienenkönigin. Irgendwie ist das schon unfreundlich, ne? Wir gehen da hin, hauen das Ding kaputt, krallen uns die Bienenkönigin. Okay, die Winde Maras mögen mit dir sein oder irgendwie so. Oh Gott, ich sollte mir aufpassen, wenn mir sowas erzählt wird. So, die ganzen Metalle ignorieren wir mal. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt Glück haben. Aber auch hier das noch mit. Ah, das ist... Warte mal, was ist das? Was bist du? Eine Larve. Okay, die Larve sieht süß aus. Sie sieht nicht sehr nach Larve aus, aber sie sieht süß aus. Und eine bessere Hake. Ja gut, das kriegen wir auch irgendwann hin. Dann schauen wir doch mal, kann ich hier handeln? Ich kann Pfannkuchen, Orangenmarmelade und Nachmittagstee theoretisch bekommen, aber ich habe für nichts Geld. Dann wollen wir mal eintreten. Hallo, entschuldige die Störung. Lass mich in Ruhe, Kind. Mögen die Winde Maras dir wohlgesinnt sein. Was hast du gesagt? Mögen die Winde Maras dir wohlgesinnt sein. Wer hat dir das beigebracht? Niemand. Du weißt, dass man nicht lügen soll, mein Kind. Okay. Der Mann vom Ufer hat es mir beigebracht. Ehrlich gesagt, ist er nicht sehr nett. Nein, das ist er nicht. Wer bist du? Können wir reden? Ich meine, könnte ich bitte mit dir sprechen? Warum? Ich habe eine Geschichte, die dich vielleicht interessiert. Das ist Ist das etwa eine dieser Abenteuergeschichten? Ich habe auch ein paar Muscheln. Ich hoffe, dass sie hübsch sind. Es sind die hübschesten der ganzen Insel. Na gut, komm herein, aber ich kaufe nichts von dir. Diese Muscheln sind sehr hübsch, mein Kind. Ja, meine Dame. Ich habe sie am Strand gefunden. Was möchtest du von mir? Nun ja, ich habe einen Brief in meinem Haus gefunden.
Auf dem Brief stand der Name Saimi. Ach, wirklich? Oh, ich mag ja Saimi irgendwie. Sie hat uns zwar am Anfang nicht reingelassen, aber irgendwie ist sie ja letztlich doch ganz süß, ne? Eine schnuckelige alte, ein bisschen schrullige Frau. Interessant. Gehört dir dieser Brief? Er gehört meiner Großmutter. Ich kenne deine Großmutter nicht. Meine Großmutter heißt Yaya Haku. Haku? Aber... Oh, oh Gottchen, wie sie guckt. Oh Gottchen, wie sie schaut. Schaut euch das mal an. Oh, das kann nicht sein. Es ist die Wahrheit. Aber... Du kannst nicht Hakus Enkelin sein. Doch, doch, das bin ich. Schau mal, ich habe die gleichen Augen. Lass mich den Brief sehen. Oh, jetzt bin ich sehr gespannt. Das ist Hakus Handschrift. Natürlich. Schau doch meine Augen an. Ja, ich erinnere mich an ihre Augen. Ich erinnere mich auch, dass sie die stärkste Person auf der ganzen Welt war. Und dass sie nicht gerne lachte. Aber glaubst du mir denn nicht? Wo sind deine Manieren? Es tut mir leid. Kann ich dir vertrauen? Natürlich. Erstmal musst du mir beweisen, dass du Hakus Enkelin bist. Sie trug immer eine besondere Blume bei sich, die nur auf ihrer Insel wächst. Wenn du bei ihr gelebt hast, dann weißt du, wo du sie findest. Dafür brauchst du wahrscheinlich eine neue Hacke. Bitte Caleb um Hilfe, er hat einen kleinen Gemüsegarten im Hafen. Bring mir diese Blume. Ihr Wunsch ist mir Befehl, meine Dame. Okay. Oh, ein neues... Oh, wir haben nachmittags hier gelernt, dankeschön. Und einen Blumentopf können wir jetzt herstellen, perfekt. Bitte Caleb um Hilfe, um deine Hacke zu verbessern, dann bringe Yaya Hakus Blume zum Simon. Das bekommen wir hin, hoffe ich. Dann schauen wir doch mal, wir machen wieder Querfeld ein nach unten. Hauptsache schnell. Denn dann würde ich gerne... Dann würde ich tatsächlich gerne so schnell wie möglich auch wieder nach Hause fahren. Auf unsere wunderschöne kleine Insel. Yay! Oh, warte mal. Zuerst will ich aber hier rein. Und das hier schon... Oh, das ist Müll. Den nehmen wir auf. Müll lassen wir hier nicht rumliegen. Und da sind Kinder. Hallo. Wann bin ich dran? Die Schaukel werde ich ausprobieren. Guck mal. Oh. Da ist ein Blumenbeet, das ist die Mutti. Der Park ist sehr ruhig, das gefällt mir nicht. Okay. Ich hätte jetzt erwartet, dass es ihr gefällt. Ah, gut. Jedem das Seine, nicht jeder mag ruhige Orte. Ich mag zum Beispiel ruhige Orte sehr. Und jetzt muss ich mich zum Hafen verlaufen. Das müsste hier, genau, hier nach vorne sein. Dann hoffe ich, dass ich gleich nochmal Caleb erwische. Und dann könnten wir tatsächlich gucken, ob wir nach Hause fahren oder eventuell hier ein Nickerchen machen. Aber ich muss auf jeden Fall nach Hause, damit wir ein paar Sachen zubereiten können. Von daher... Caleb, mein Lieber, ich möchte mit dir reden, bitte. Hallo, Caleb. Ich brauche deine Hilfe. Aha. Ich habe gehört, dass du einen kleinen Gemüsegarten hast und dass du ihn gut pflegst. Könntest du mir vielleicht eine neue Hacke geben? Meine ist schon sehr alt. Nein. Na gut, dann halt nicht. Aber ich kann dir beibringen, wie man eine Hacke herstellt. Das wäre fantastisch. Vielleicht können wir einen Tauschhandel eingehen. Ich brauche etwas Salat und ein paar Karotten. Ich könnte sie mir natürlich einfach kaufen, aber ich würde es vorziehen, das nicht zu tun. Vertraust du den Leuten auf dem Markt nicht? Nein. Hier, nimm diese Samen. Oh, danke schön. Okay, bring Caddy. Okay, jetzt müssen wir sowieso nach Hause, nach Mara. Da würde ich doch mal sagen, wir steigen hier ein. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht ganz fix nach Mara fahren können. Ich weiß nicht, ob es reichen wird, bevor es Nacht wird und wir einschlafen. Ich hoffe einfach, dass wir zuerst noch nach Hause kommen, dann dass wir da speichern können. Und dann werden wir einfach in der nächsten Folge uns um alles kümmern. Und dann noch so lange auf Mara bleiben, bis wir genug hergestellt haben, dass wir die 100 Münzen ungefähr verdienen können. Da ist nichts mehr angespült worden, oder? Nein, schade. Bis wir genug verdient haben, um die 100 Münzen uns zu verdienen. So. Aber auch, bis dann halt die Sachen fertig sind. Das Gemüse, die Kartoffeln, die Zwiebeln, der Salat. Die Karotten sollten sowieso gleich fertig sein. Warte mal, das nehmen wir mal schnell mit. Na, hier. So,
Sonst sehe ich hier gerade noch keine frischen Orangen, die wir ernten können. Und die Sonnenblumen sind auch noch nicht fertig. Hier sind keine Orangen dran. Nein, hier sind keine Orangen dran. Na gut, dann würde ich sagen, mit Blick auf unseren wunderschönen Garten und wieder frisch zurück auf unserer Insel. Ich glaube, wir können uns alle denken, welche Blume die gute Simon meint. Bestimmt hinten neben dem Schrein. Aber dann würde ich sagen... Oh Gott, jetzt habe ich meine Stimme voll überschlagen. Aber dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und wir sehen uns dann einfach das nächste Mal wieder bei... Warte mal, ich gucke mal eben, ob da noch Wasser ist. Dann könnten wir es ja... Ah, schade, es hat noch nicht wieder geregnet. Sehr schade. Aber man sieht schon unsere... Warte mal, ich muss doch nochmal eine... Wir haben noch einen Moment Zeit. Ja, doch, unsere Orangenhain hat Orangen. Warte mal, die muss ich mir gleich mal holen. Das will ich noch machen. Das sollte eigentlich noch reichen von der Zeit her. So. Und dann können wir nämlich zu Hause Marmelade machen. Das, wisst ihr was? Das gucken wir nochmal ganz kurz, wie das mit den Rezepten ist. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder genug für Orangenmarmelade, glaube ich. So, Küche. Für den Nachmittagstee brauchen wir Milch, Kräuter und Zucker. Den könnten wir auf jeden Fall herstellen. Für die Orangenmarmelade bräuchten wir... Ich stelle einmal den hier her. Nachmittagstee einmal. Kräuter haben wir zum Glück öfter. Und dann können wir noch einmal Marmelade herstellen. Das ist super. Dann könnten wir noch... Machen wir noch einmal Saft. Und einmal Orangensaft. Sehr gut. Dann könnten wir in der Werkstatt natürlich noch ein paar mehr Bretter herstellen. Was brauche ich nochmal hierfür? Zweimal Holz. Und ein Brett, dann stellen wir ein Brett nochmal her. Und dann nochmal ein Ruder. Und am nächsten Tag könnten wir theoretisch nochmal... Oh, warte mal, ein Seil könnten wir auch nochmal herstellen. Das hat auch ordentlich gebracht. So. Und dann könnten wir am nächsten Tag theoretisch nochmal ein Ruder herstellen. Ich glaube, das war es dann schon mit den Sachen. Für alles andere brauchen wir nochmal... Für alles andere brauchen wir... Ich steche hier nochmal gleich das her. Den Brombeersaft noch einmal. So. Nochmal nicht, weil wir davon doch relativ viele Brombeeren brauchen. Und den, ja, den nicht wirklich leckeren Fisch stellen wir auch nicht nochmal her. Werkzeuge haben wir keine neuen, dann würde ich jetzt sagen. Vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Summer in Mara. Bis dahin. Bye, bye.